Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir befinden uns auf der Jagd nach den Glyphen. Ich habe die Basilika di San Lorenzo gesucht und ich glaube, ich habe sie gefunden. Also, ich müsste diese sein, ne? Es müsste diese sein. Es müsste diese Kirche sein hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Nachdem ich die Karte gecheckt habe und gemerkt habe, dass die wichtigsten Orte aufgezeigt wird, bei den Glyphen, nehme ich jetzt einfach mal an, dass das hier ein wichtiger Ort ist, an dem man geschichtlich vorbeilaufen sollte. So. Schauen wir mal. Tobus Feder. Ja, es ist okay. Sehr schön. Ach da. Okay, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen, Freunde, aber ich würde gerne zu viel da hoch. Was irgendwie nicht so leicht ist. So. Sonst vergesse ich die Feder und das will ich nicht. Zack. 21 Federn gesammelt. Ja. Yeah. Uns wurde übrigens in der letzten Folge gesagt, dass wir die 20. Feder eingesammelt haben. Dass wir zu meiner Mutter zurück müssen, um die Federn abzugeben, weil vielleicht bekommen wir irgendwas Schickes. Und das hier ist doch eins dieser komischen, mythischen Glyphen, die man so bekanntlicherweise kennt auf der Erde. Hey, da ist noch eine Feder. Die sind überall. Aber lösen wir erstmal das Rätsel hier. So. Ich bin der Tod geworden, der Weltenzerstörer. Dreifaltigkeit. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ach, nein. Okay. Es wird höchstwahrscheinlich genau das gleiche Spielchen sein wie beim letzten Mal. Ja, wir haben dreimal dasselbe Symbol. Wir haben die 5, 2 und 9. Die 5. So muss das ausgerichtet werden. Somit haben wir bei der 9 ein Dreieck. So, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben ein Dreieck. Danach kommt ein Kreis und ein Dreieck. Gott. Was kommt denn da hin? Wir gucken uns an, welche Symbole wir haben. Der kann es nicht sein. Der auch nicht. Wir suchen jetzt nicht die 2, wir suchen jetzt die 5 erstmal. Die ganzen Dreiecke kann es ja nicht sein. Ach, es beginnt mit einem Kreis. Das heißt, die 2 ist ein Kreis, Freunde. Die 2 ist ein Kreis. Das war easy. Ja, wenn man weiß, wie es geht, Freunde, ist es einfach. Abstergo Corporations. Betreff Genehmigung für Tests. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen. In der Welt. Ich will den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich. Wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung voranstreben wollen, globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Wer ist denn O? Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Okay. Ich kenne diese Symbole ehrlich gesagt nicht. Es geht um die Atombombentests. Ah. Jetzt hier irgendwie Geigerzähler. Normalerweise war das ein Piepen. Das war erschreckend leicht. 71645. Datei freigegeben. Ja, wieder ein Stück näher dran. Und somit würde ich sagen, laufen wir kurz mal zu Feder gemeinsam, ne?
Okay, nochmal gerettet. Ich wollte eigentlich nicht springen. So. Oh Gott. Okay, zum Glück kann ich mich immer festhalten, sonst wäre ich jetzt definitiv tot gewesen. Und hopp. 22 Federn. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal Richtung... das war falsch. Karte. Nein, Karte. Ich bin wieder zurück auf die Karte gegangen, ne? Orte. Wir müssen finden. Oh nein, das müssen wir auch noch finden, ne? Okay, das müssen wir heute auch nochmal finden. Weil das werden wir sonst nie wiederfinden. Ponte di Rialto. Ach du Scheiße. Aber egal, wir sind erstmal in Florenz. Wie Toskana ist auch noch was. Achso, klar. Gut, Florenz. Mercato. Vecchio? Oh, ich hab's mit Santa Maria verwechselt. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt zu Santa Maria. Okay, das könnte schwer zu finden sein. Es sind Säulen. Ja, ich würde sagen, ich laufe einfach mal los und wenn ich dran vorbeilaufe, dann freue ich mich einen Keks. Stadtteil Santa Maria Novella. Ah. Immerhin habe ich schon mal einen Hinweis, wo sich das Ding befindet. Ich weiß nur nicht, ob es nach rechts geht oder nach links. Wir sind jetzt eher mittig, ne? Oh, hops. Muss ich mal kurz gucken. Wir sind jetzt... Ne, wir sind hier links. Okay, in diesem Stadtteil müssen wir also suchen. Gut, weiß ich Bescheid. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe die Säulen gefunden. So. Oh Gott. Ich war echt am Verzweifeln. Huch. Dein Blitz hat's schon. Cool. Ich hab die ganze verdammte Gegend abgesucht, aber ich habe nicht am Rand der des Stadtteils geguckt. Wie ihr seht, auf meiner Karte unten rechts seht ihr, dass ich am äußersten Rand des Stadtteils bin und damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Naja, außen sieht das aus wie ein Fenster oder so, ne? Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin ist wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Jagen. Der Mond. Ich sehe den Mond. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört, warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Die Schlacht um Gettysburg. Ich glaube, dass er in der Zeit von Assassin's Creed 3... in den Animus gesteckt worden ist. Also nicht in der Zeit von Assassin's Creed 3, sondern in der Zeit Metropole, wo Assassin's Creed 3 spielt. Da wurde er reingesteckt, quasi. Ja, in den Anfängen von Amerika. So, die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wurden. Sehet, die Assassinen, Kinder zweier Welten. Ich denke mal, die müssen zu zweit auf einem Bild sein, wie hier. Ja. Da. Ich weiß nicht, ob die Ziege zählt. Okay, ach, die sind zu dritt. Übrigens, dieses Gemälde habe ich mir gekauft. Gut, die sind zu zweit. Man sieht es im Hintergrund, sieht man jemanden. Der schöpft irgendwie Gold oder so. Ich weiß es nicht. Die sind zu dritt. Wieso sind die meisten nackt? Sind das die Pornos damaliger Zeit? Ich weiß es nicht.
Oh Gott, das ist schwer. Das ist schwer. Die Saat wurde gesät, als zwei Welten zu einer wurden. Sehet die Assassinen. Kinder zweier Welten. Ich kann mir nur vorstellen, dass da echt irgendwie Götter zu tun haben. Dass quasi ein menschlicher und ein Gott. Venus und Urbino. Ich weiß nicht, wer Urbino ist. Soll das der Hund sein? Soll das die Frau da hinten sein? Soll das die kniete Frau sein? Ich weiß es nicht. Lassen wir erstmal aus. Leder unter Schwarm, Armor und Psyche. Ach, leck mich doch die Kuh, oder was? Oh. Es war die Kuh. Es war einfach die Kuh. Datei freigegeben. So ein Stück näher an die Wahrheit. Jetzt laufen die irgendwo im Schatten. Okay. Und somit begeben wir uns zu einem neuen Ort. Und der wird sein. Karte. Nein, Karte war falsch. Orte, ne? Ich weiß nicht, wieso ich jedes Mal auf Karte gehe. Orte. Wir gehen in die Toskana. Und da in das antikische römische Theater. Kennen wir ja schon, da haben wir ja den Typen verfolgt, ne? Somit haben wir Florenz durch. Ich glaube, wir werden einfach nur questmäßig näher zurückkommen müssen. Ist meine Auffassungsgabe. Und ich würde sagen, ich renne dann einfach mal los und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich besagten Ort gefunden habe. Wobei ich weiß ja jetzt, wo er ist. Bis gleich. So. Ich würde sagen, die Bruchlandung hat es hingekriegt, dass wir angekommen sind. Wir sind im antikischen römischen Theater und diesmal wurde es uns sogar angezeigt. Ich bin sehr stolz drauf. Tun wir einfach mal so, als wäre das schwer gewesen. Wächter, Datei freigegeben. Nein, bitte nicht. Warum tust du mir das an? Okay. Hey, noch funktioniert, noch ist alles super. Na gut, das war's. Das war's mit Super. Hab gedacht, das wird schön und toll, aber. Jetzt gehen wir zurück auf den ersten. Können wir den letzten. Können wir natürlich nicht. Warum? Nein, ich wollte hier. Ich will dich nicht drehen. Gott verdammt. Okay, dich kann ich einfach so drehen. Okay, gut. Dann habe ich die Lösung. Wir drehen den hier richtig. Und gehen nach ganz außen. Und drehen den hier richtig. Dann gehen wir nach unten. Und drehen den hier richtig. Bam! Gib ihm! Hab dich fertig gemacht. Hast du es gesehen? Der Tod aller Tyrannen wird das Volk befreien. Sieht zwar nicht aus wie ein Assassine, aber anscheinend hat dieser sehr alte Assassine diesen sehr alten Templer getötet. Aha, jetzt befreien wir als Assassine die Orte der Templer. Bam! Francisco Pizarro, tot durch Assassin. John Wilkers Booth, Franzus, hast du nicht gesehen. Beide tot. Bam! Thomas, der hast du nicht gesehen. Und Maria von England? War die echt böse? Kleopatra. Was? Kleopatra? Komm. John F. Kennedy. Ich will's sehen. Joseph Stalin. Die Assassinen waren schuld an den Tod der ganz Guten. Ich fand Kleopatra fand ich gut. Die war immer so eine nette Person in meinen Augen. Gut, Stalin vielleicht nicht, aber Maria von England schon. Rasputin. Naja. Oh, das war easy.
Okay, wir haben es gesehen, die sind kurz geklettert, das lohnt sich nicht, das Ganze nochmal anzugucken. Ja, so viel dazu. Reingestolpert, direkt in die richtige Richtung geguckt und das Ding gefunden. Bin begeistert. Gut, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so leicht wird, dass wir hier langrennen und plötzlich sehen wir es. Aber naja, gut, dann wird es Zeit, den letzten Ort für uns aufzusuchen. Das heißt, wir reisen wieder nach Venedig. Aber ich würde sagen, wir machen einen Boxenstopp in der alten Heimat, bei uns zu Hause. Und geben die Federn ab und gucken, was da passiert. So, da sind wir bei Mamas Zuhause und heute geben wir noch ein paar Federn ab und gucken, ob sie reagiert. Jetzt haben wir über 20, ne? Hallo? Gut. Ja, dann... Arsch. würde ich sagen, gehen wir Richtung Venedig und wir suchen San Giacomo. Nee, gar nicht. Ponte di Rialto. Bis gleich. Ja, Freunde, diesmal war es nicht so schwer. Die Schnellreise hat mir gleich gezeigt, wo es hingeht. Ich habe keine 500 Flori. Komm wieder. Und zwar hieß der Schnellreisepunkt Rialto-Brücke. Da dachte ich nur, okay, easy. Und jetzt bin ich hier und ich muss erstmal mein Fahndungslevel runtersetzen. Ach, wenn ich klaue, setze ich mein Fahndungslevel hoch? Ist ja gemein. Ich brauche Kohle. Verdammt. Okay, jedenfalls ist das hier die Rialto-Brücke. Wir schauen mal, ob wir das Ding finden. Können wir was mit der Datenbank anfangen? An diesem Ort gibt es eine bla 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 als älteste, aha, berühmte, aha, Venedig. Mhm, bemerkenswert ist sie nicht nur wegen... Warum ist das da hinten so hell? Achso. Okay, da können wir gar nicht hin. War das hier nicht hier mit der Diebesgilde, dass die hier war? Hat jemand Kohle für mich? Du? Nein. Aber ihr alle bestimmt. Jetzt gebt mir endlich mal euer Geld. Gott. Mehr Geld. Nicht euer Billigkram, genau. So ein Zehner ist immer gut. So ein Zehner nehme ich immer sehr gerne. Vor allem ich... Es bringt alles gar nichts. Komm, wir töten den Typen hier. So. Geld gespart. Fertig aus. Kriegen so mal 3 Münzen von ihm. Und dann gehen wir hier mal hoch. Zack. Okay. Geht es hier vielleicht um diesen Ort? Weil der sieht auch noch recht auffällig aus. Die meisten Objekte, wo wir diese Dinger finden, sind so eine schwarzen. Das heißt, eventuell ist da eine, eventuell kann da eine sein, Glyphe, da kann eine Glyphe sein. Die ganzen schwarzen Objekte, die man hier so sieht, die dunkel gefärbten, da könnte überall eine Glyphe sein. So habe ich das jedenfalls aufgefasst, als ich beim letzten Mal die Orte gesucht habe. Und es hat funktioniert, wie man sieht. Genau, wir sind an dem Ding vor... Das Ding hat er uns gezeigt, stimmt. Moment. Wenn ich ein Entwickler wäre, würde ich es hier verstecken. Ah, cool, das ist wirklich. Hey, cool, wir haben es schon. Nach dem Tod des Kam mir vielleicht deswegen dort so bekannt vor? Wusste ich deswegen, dass da eine Glyphe ist? Weil wir sie schon haben? Hä?
Ja, das war die Sun, hast du nicht gesehen. Das heißt, das Ding muss sich auf der Brücke befinden. Dass die Glyphen so nah beieinander sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Wo ist jetzt die Brücke gewesen? Rechts von uns, oder? Rechts von uns. In welche Richtung gucke ich überhaupt gerade? Das ist so ein Problem, was ich hier gerade so erkenne. Wir rennen mal hier so da an. Ich bin genauso stark wie Tau, habt ihr das gehört? Ha! Tau, wenn du das hörst, das ist der Beweis. Ich bin stark wie Tau. Oh, cool, die Truhe. So rum ist richtig. Vielleicht können wir von hier oben aus schon die Glyphe sehen. Es wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn die Glyphe in dem Bereich ist, wo wir noch nicht hingehen können. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Du sollst nicht runtergucken. Da hinten ist eine Feder. Müssen wir auf die andere Seite gehen. Okay, wir gehen mal auf das andere Gebäude rauf. Ah. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja, hier. Wenn du willst, kannst du gerne runter. Aber ich bleib hier oben. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es echt auf der anderen Seite ist. Es wäre ein bisschen blöd. Also es geht offensichtlich ja um die Brücke, das wissen wir ja, ne? Sollen wir denn sowas sehen können? Er ist kein guter Gaukler, oder? Ich glaube, wir müssen echt warten, bis wir in das Gebiet reingehen können, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Wir können auch nichts sehen. Ich kann hier kaum was erkennen. Huch! Was schauen wir denn da? Ah, wieder so ein echtes Symbol. Es passierte 1908. War es 2008? 1708? Ich weiß es nicht mehr. Die Kavallerie. Nikola, wir wissen, was man ihrem Labor angetan hat. Ihrer Karriere. Es mag zu spät sein, um das wieder gut zu machen, aber sie können helfen, etwas weit Schlimmeres zu verhindern. Man hat dem Zar ein Objekt abgenommen und führt in Tunguska Experimente durch, um herauszufinden, wie es benutzt wird. Wir müssen es ihnen wegnehmen, bevor sie es schaffen. Wir erwarten nicht, dass sie ihr Leben riskieren, nur dass sie ihre Elektrizität benutzen, um das Objekt zu zerstören, wenn die Zeit gekommen ist. Oha. Unabhängig von ihrer Entscheidung sollten sie wissen, dass wir ihre Arbeit sehr bewundern und ihnen gegenüber keinen Groll hegen. Wir respektieren ihre Freiheit mehr als alles andere. Das werden höchstwahrscheinlich die Assassinen geschrieben haben. Ja, da kommen die Assassinen nach Nepal, nach Neapel und nach Indien. Die Türkei, ist das ein Rätsel? Türkei? Das ist ein Rätsel. Kann hier nicht machen, was ich will. Oder doch? Okay, das ist das Objekt, was er zerstören soll. Okay. Das ist keine Elektrizität. Das ist eine Bombe. Haben die versucht, den Stab zu zerstören oder haben sie den Stab zerstört? Das weiß man halt nicht. Naja, Datei freigegeben. Yay, da laufen sie noch. Ja, gut. Wie viel brauchen wir noch? 4. Wow. Wir haben es fast geschafft.
Na gut. So, dann hätten wir es geschafft. Wir haben alles erledigt, was wir erledigen wollten. Wieso bist du rot? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir als nächstes zur Erinnerungsanfang. Das war ja die Gilde, die Liebesgilde, und das war eine der anderen Quests. Da werde ich jetzt mal hinreisen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge, nachdem ich alles hier zusammengeschnitten habe, kriege ich alles in portionierten Häppchen in euer Gesicht geklatscht. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.